Hallo Leute, und da sind wir wieder mit Dot Hack. Und es geht hier gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Wir gehen gleich mal runter. Und ich gehe eins weiter. Bloody Age! Und hier irgendwo ist ein blutiges Ei. Bloody Age! Ja, blutiges Ei, ich nehme dich eh mit. Ich bin dafür, dass wir die Schwerter zuerst umlegen, und dann tötet den Typen da und tut. Okay, und wir gehen nach. Und bei Ghost ist ein Level gestiegen, und da die hier eine Kiste erschienen ist, öffne ich die. Und was haben wir hier? Feuerkette, cool, wie Mistral schon sagt. Und wir gehen da runter und weiter. Denn ich will dann schon so schnell wie möglich schaffen. Was haben wir hier? Nur seine blöden, eine Feuerhexe und noch eine Feuerhexe. Und was haben wir hier? Eine Magierseele, kann man gut gebrauchen. Und hier der Narr. Und hier haben wir der Teufel, auch nicht. Der Teufel wurde aufgegeben, ja. Und was haben wir hier? Vielleicht ein Heil-Item. Kochende Galle, was soll ich mit dem Scheiß? Braucht kein Schwein, aber klar, dass eine kochende Galle aus einer Leiche rauskommt. Was geht jetzt ab? What the? Das frage ich mich auch. Teddy Bear! I shall name her Aura. Without you, she would not exist. The Shining Girl Aura. We will entrust her with our will. Our future is in her hands. She is our. Du hast jetzt Harald zu dir, das hier den Schlüsselgegenständen hinzugefügt. What is this? Yes! But Aura is probably. You mean, the girl who gave you the bracelet? Yes. I just think it's her. Look! There's more over here! Shunning the field, broken by wave, the shadowed girl whispers, surely I will return. Alas, the truth unbeknownst, awaiting her at journey's end, eternal mourning for her land. Du hast jetzt Epitaph 00 Sydney Schlüsselgegenstände hinzugefügt. That doesn't make any sense either. Tja, sag's es. Aber da sind so viele Turtles! Ich will alle mitnehmen! Die sehen so knuffig aus. Okay, und dafür habe ich jetzt ewig lang Virus-Scanner gesucht. Für den Scheiß nicht einmal ein verdammter Endgegner. Well, if I find anything, I'll email you. Okay, I'll do the same. See ya. Jetzt haut ihr einfach ab! Egal. Ich werde jetzt mal Sachen verkaufen gehen und so. Mal schauen, was haben wir denn hier, was wir nicht brauchen. Die brauchen wir nicht. Ronin-Klinge braucht kein Schwein. Kaufen, verkaufen. Nein, blutige Trinker behalten wir. Dann die scharfen Axt braucht kein Schwein. Feuerhelm braucht kein Schwein. Wildnismantel braucht kein Schwein, die behalten wir auf. Weg damit. Brustrüstung braucht kein Schwein. Fernrüstung braucht kein Schwein, ja, braucht keiner. Weg damit, weg damit, weg damit und weg damit. Feuerkette behalte ich mir noch. Dann, was haben wir hier noch?
Lauter Zauber. Die werden wir abwägen. Gut, wo ist das Elfenlager? Da unten. Da unten. Ich will da. Verdammt, da komme ich nicht drüber. Hm, vielleicht hat da irgendwer was. Hast du was Cooles? Nein. Nee. Das ist nichts Gutes. Dann lege ich meine zwei seltenen Items ab. Ey, Mistral, wie geht's? Erzähl dich. Gegenstände lagern. Und die braucht eigentlich auch keiner. Dann nehmen wir das ab. Das ab. Dann, was haben wir denn noch? Ja, das reicht für das Thema. Was habe ich denn so? Da haben wir das. Okay. Habe ich sonst keine Gegenspieler mehr? Nö. Okay, gut. Items haben wir noch genug, denke ich. Oder? Oder brauche ich noch Auferstehung? Nein, ich will nicht mit dir reden. Kaufen. Wie viele Auferstehungen habe ich noch? 15. 10 Kugeln, kaufen wir wieder 3 ein. Geisterocarina, kaufe ich eine. Glücksrette, kaufe ich 2. Hm. Da haben wir noch genug, oder? Hm. Kaufe noch 4. Was sind die teuer? Und, Moment. Dann kaufe ich noch meine 2 Feuerketten. Weg damit. Und. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben noch einiges an Zeit. Deswegen werde ich mich jetzt einfach. Nein, nicht auslocken. Zuerst verabschiede ich mich von der Gruppe. Ja, Mistral. Und tschüss. Ich lock mich aus. In der Hoffnung, dass ich eine E-Mail bekommen habe, oder so, also dass das Neues auf dem Board steht. Und wir haben an Bord was Neues. Fehlt. Ralf, was war das nochmal? Lange nicht gesehen, mach mir ein bisschen Sorgen. Alles in Ordnung, Ralf. Habe ihn auch nicht gesehen. Vielleicht ist ihm langweilig geworden. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er ein interessantes Gebiet erforschen. Also, ich glaube nicht, dass ihm langweilig geworden ist. Warum gehst du nicht einfach mal hin? Bin ich ja, aber das Gebiet war geschützt. Und er beantwortet meine Mails nicht. Man, er schreibt das verfickte. Die verfickte Adresse. Und die spammen da schon wieder rum. Tödliche Flash, das schlimmste Computer aller Zeiten. Den gab es in den letzten Netzwerk genutzt. Und der Bildschirm flach gerade, aber übelst schnell. Und sind nicht sogar Leute daran gestorben. Der tödliche Flash. Läuft ganz gut, bla bla, uninteressant. Wenn ihr das irgendwas da bestimmtes lesen wollt, dann schreibt mir das einfach in den Kommentaren. Dann werde ich das in den nächsten Parts dann berücksichtigen. Und ich habe meine neue Mail von Backus. Hast du es gelesen? Machst du dir Sorgen wegen der Vermisstanzeige? Ich werde es mir mal anschauen. Nein, ich mache mir keine Sorgen. Was soll mir? Neuro-Goggle-Verkauf. Der Goggle-Verkauf der Sonnes. Ja, Sonnes. Neuro-Goggle-FND. Der seit bla bla ganz viel Scheiß. Noch mehr News. Komm mal doch online spielen. Cool. Im Internet verbreiten sich neuerdings Gerüchte, dass es möglich sei, durch das Spielen eines Online-Spiels bewusstlos zu werden und ins Koma zu fallen. Bei den betroffenen Spielen handelt es sich um The Run, der CC Corporation, das zurzeit als bestverkauftes Spiel der Welt ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen wird. Ein Sprecher der CC Corporation sagte, die Gerüchte hätten keinerlei Wahrheitsgehalt und würden nicht als Problem betrachtet. Warum ist mein Kumpel dann ins Koma gefallen? Wenn das nur Blödsinn ist. Okay, ich schau mal rein. An Orca. Da hat was an meinen Freund Orca geschrieben. Bob, bin spät dran, aber ich hab, was du haben wolltest. Ich bin im Gebiet, in das du mit Freunden wolltest. PS Mailer hat einen Schluck auf. Deswegen schreibe ich hier hoffentlich kein größeres Problem.
Ist dies das Gebiet, wo mich Orca hingebracht hat? Okay, auf explodierend übergangen Aquafeld. Okay, dann werden wir schauen, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch. Oh, 4 Minuten ungefähr noch. Na, das teilt sich jetzt nicht wirklich, denke ich mir, aus. Für diesen Part. Deswegen werde ich jetzt nochmal auf den Reik-Server gehen, oder wie auch immer der Server heißt. Schauen, ob dort was passiert, und dort speichern gehen, und dann war's das für den Part. Wenn er etwas kürzer ist, tut mir leid, Hunter. Aber ich möchte nicht mittendrin unterbrechen, in zum Beispiel mittendrin in ein Gespräch. Weil das Gespräch würde vielleicht etwas länger dauern, wenn ich mich jetzt da mit den Kumpels von Orca treffe. Und dann reden sie halt, und das würde vielleicht länger dauern. Gut, wie gesagt, ich habe jetzt hier gespeichert, und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter, und wir gehen uns mit Orcas Freunden unterhalten. Bis dann, Leute. Ciao.